Kaffee zum Mitnehmen, bitte. To go, ja? Gut, da hätten wir dann zwei Sorten. Einmal den Kaffee Arabica oder den Columbia Morning. Welche Kaffeesorte kommt dem normalen Kaffee am nächsten? Mir schmecken beide. Gut, dann nehme ich den Columbia. Alles klar, 3,40 Euro bitte. 3,40 Euro für einen normalen Kaffee? Ach, das ist der Columbia. Der Sache mit der Bank. Ich habe letzte Woche deinen Professor Dr. Kollat kennengelernt. Er hat mir erzählt, dass du vor 2 Jahren das Studium geschmissen hast. Was um alles in der Welt hast du 2 Jahre lang getrieben? Ich habe nachgedacht. Und über was, wenn ich fragen darf? Über mich, über dich, über alles. MPU, wissen Sie, was das bedeutet? Medizinisch-psychologische Untersuchung. Im Volksmund auch noch genannt wie? Idiotentest. Und wer, glauben Sie, ist damit gemeint? Hm? Idiot, Sie oder ich? Der Präsident müsste diese Stadt entweder abbrennen oder in einer riesengroßen Toilette runterspülen. Taxi-Driver? Genau. Herzlich willkommen. Fleischbällchen. Die sind gut? Mhm. Stell dir einfach vor, wie du mit dem Schläger gerne mal eins über die Rübe ziehen würdest. Und wenn die Haltung stimmt, haust du drauf. Mhm. Ich gebe dir einen Tipp. Schneid dir die Haare, kauf dir ein paar ordentliche Schuhe und such den Job, so wie es alle machen. Frigide oder was? Ja, bist du 17, 18? Du bist doch schon als Alki auf die Welt gekommen, weil deine Mutti leider während der Schwangerschaft die Finger nicht vom Schnaps lassen konnte. Dabei willst du eigentlich nur, dass dich endlich mal jemand in den Arm nimmt. Julika, können wir wieder reingehen? Bist du ein einsamer Wolf, wa? Ich hab keinen blassen Schimmer, wovon die überhaupt reden. Kennst du das, wenn man so das Gefühl hat, dass die Menschen um einen herum irgendwie merkwürdig sind? Aber wenn du ein bisschen länger drüber nachdenkst, dann wird dir irgendwie klar, dass vielleicht nicht die anderen, sondern dass man selbst das Problem ist. Wollen Sie vielleicht was Neues ausprobieren? Mhm. Wir haben so ein Tagesangebot. Da gibt's dann für 2 Euro extra noch einen Schokodonut oder eine Schnecke. Alles hausgemacht, alles bio. Soll noch Milch rein? Mhm. Na, aber Sojamilch. Bitte nicht.